Weiter geht's. Tim ist noch ein bisschen am Schwimmen. Hau ab. So, und ja. Ich glaube aber, es gibt hier keine Hufeisen oder sonst was, wie es in den letzten Folgen waren. Ja, und ich folgen Zeilen vom LS. Gerste wächst schon, das ist gut. Und der Helfer ist auch beim anderen Feld schon fast fertig. Oh, Tim lädt ab. Man sieht's oben im Kontostand. 70.000 haben wir jetzt. Ja. Frage. Kommt sich schon ein paar Kühe, oder? Oder wie machen wir das? Ja, dafür müssten wir natürlich auch Heu haben, ne? Ja, also würde ich erst Equip kaufen. Frage ist, ob wir jetzt noch 40.000 holen und dann dieses. Warte, pass auf, wir haben ja hier platzierbare Objekte. Ja, eine Solaranlage. Die bringt 380 Euro die Stunde. Dann machen wir die Zeit ein bisschen vor, ja. Und da kriegen wir nämlich schneller das Geld meinte rein. Ich ja eben mit, das meinte ich ja eben mit Hacking. Cheaten. Das ist aber kein Hacking. Ja, Cheaten ist, bei mir ist alles Hacking und so. Okay, ja, ich fahre jetzt mal zur Bank und guck mal, wie viel wir noch brauchen, wie viel zurückzahlen müssen. 50.000. Steig mal schnell aus deinem Auto raus. Das ist kein Auto. Bist mit dem Schlepper unterwegs. Scheiße, das bringt mich auch nicht weiter. Ich müsste zur Händler. Oh mein Gott, Dankeschön. Ich hab was in Hand überfahren. Geldautomat, wo haben wir ein Geldautomat? Wir laufen einfach Leute auf der Straße rum. Tim, du hast mir gefallen. Wenn du beim Biomasse-Heizkraftwerk bist, lässt du mich da raus? Gerne. Gut, sagst du mir Bescheid. Bei, aber Feld 13, das dauert ein bisschen. Aber ich finde die Map sehr gut gemacht. Besser als die davor, finde ich. Eigentlich. Ja. Keine Ahnung, sie ist so. Ja, das ist wo. Hier kennt man das vielleicht nicht so. Aber ein bisschen weiter weg. So, ja, würde ich so sagen. 50, 60 Kilometer. Dann sieht das eigentlich aus wie hier. Nur, dass die Felder ein bisschen gerade sind. Aber es sieht fast gleich aus. Und das finde ich. Das soll ja eine. Schwedisch, Mettlein oder was soll das sein? Ja, so nordwestlich. Ja, das Grundfahrtchen wird Nordwest, aber ja. So, ich fahre jetzt gerade den Mähdrescher weg. Ja, ich fahre gerade wieder. Ich kann nicht an der. Ich kann nicht an an der Molkerei rauslassen, wenn mir das recht ist. Ja. Sagst du mir Bescheid, wann? Ja, du hättest über das Biomasse-Kraftwerk fahren sollen. Ja, ich hab mich überlegt, also egal. Okay, jetzt. Ja, lass mich da raus. Komm. Gut. Du musst mal gucken bei mir im Traktor. Guck mal hinten. Die Anschlüsse und alles. Wie dreckig die sind. Ach du Scheiße. Ja, ist normal. Ist so eben, wenn man arbeitet. Ne, Tim, wenn man arbeitet. Ja. Weil ich muss zu diesem Shop mal gehen und ich wollte unbedingt mal zur Bank gehen, was wir jetzt so haben, weil dann 125.000, wir haben 85 schon. Ja, das ist noch ein bisschen was, ne? Also ich weiß nicht, ob das sich das wirklich lohnt, also. Klar, du hast natürlich 300-400 Euro in der Stunde, die du kriegst. Ach, hier komm ich nicht rüber. Aber das Problem ist, du musst dann etwa tun die Zeit vorstellen, oder? Ja, wir können die ja vorstellen. Ich weiß, jetzt. Wir können ja auch mit Holz anfangen. Ist aber teuer, die Maschinen. Schon, ja, wir müssen uns ja eigentlich nur einen Anhänger kaufen und eine Kettensäge. Mehr braucht man nicht. Oder sehe ich jetzt falsch?
Ja, aber es ist, ich würde sagen, so Forst nebenbei. So, was haben wir denn? Ich kann mir noch Geld leihen. Das mache ich jetzt auch mal. Ich würde es nicht machen, weil die Zinsen, ja gut, sind nicht so viel, aber ich So, weiß ich habe nicht. mir jetzt 200.000 geliehen. Zwei? Jetzt haben wir 200.000. Das heißt, ich kann mir jetzt theoretisch gesehen dieses Ding kaufen. Das mache ich jetzt auch. Was? Solaranlage. Die kaufen wir jetzt auf jeden Fall. Dann kannst du dir auch ein bisschen noch leihen. Und kannst mir so ein Radlader was kaufen? Können wir machen. Ich gucke jetzt mal gerade, wo ich bin hier. Was ist das denn? So. BKW. Was ist das denn der Shop? Scheiße, ich sehe nicht, wo ich. Ich sehe nicht, wo ich bin. Hast du Weizen im Anhänger? Ach so, scheiße, Gartencenter, das war wo ganz anders. Was sagst du? Hast du irgendwo Weizen? Nein, Weizen habe ich schon weggefahren. Okay, dann tue ich den Rest wegfahren. Jupp, mach das. Wo So, jetzt bin hast ich. den Mähdrescher schon leer gemacht? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt gerade hier am Kaufen. Ich bin die Solaranlage am Positionieren. Ich würde empfehlen, mal die an so einem Haus mal zu setzen. Da können wir das immer beobachten. Also, was ist das denn hier? Hier, wo ist der. Da sind die Kühe. Ist das Bauort? Du musst mir jetzt nur sagen, wo ich den Weizen und den Körnermais hinfahre. Kannst du das nicht selbst sehen? Ich weiß nicht, du bist hier der Chef, du musst das managen hier alles. So, pass auf, das ist jetzt der Shop. Vom Shop aus. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich entlang komme. Windmühle und zur Tramfrau. Die gleiche Strecke wie eben. Da haben wir das. Hast du Weizen gesät? Ja, ich bin noch dabei. Okay, dann lasse ich den Weizen hier. Dann muss ich nicht so weit fahren. Also muss ich nicht nochmal fahren. Ich probiere das nochmal. So, Solaranlage. Ach, da bin ich. Genau, ich weiß auch, wo du fährst. Sehe ich nämlich gerade. Wir können die hier vorne direkt positionieren. Hier? Ne, hier. Boah, der Leuchtturm Tim, leuchtet. bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Der Leuchtturm, siehst du den? Siehst du jetzt auch das, was ich meine? Ja. Guck mal zu dem Leuchtturm da. Steig mal aus. Wo ist er denn? Hier, wo ich stehe. Ach, da hinten. Hui. Ja, Bück hier dich habe mal, ich bück was dich mal. positioniert. Ich mal bitte. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Bücken, nicht auf mich gehen und jetzt packe ich. Bücken, so. So, Hallo. Solaranlage haben wir. Was ist denn? Ja, wie soll ich das Bück denn dich machen? mal. So. Mit SLG. Mit SLG. Ja, hab ich doch. Mach du Also, mal. bin ich auch bei dir ganz normal? Ja. Ich bin ganz gedrückt. Nö, du bist ganz normal. So. Ich fahre jetzt den Mähdrescher schnell zurück. Ich lasse den noch mal Anhänger hier. Oh, das ist so tief.
So. Natürlich ein wunderbarer Blick hier. Also das ist Wahnsinn. Sieht besser aus auf jeden Fall als im Vorgänger. So, der ist auch fertig, der Deutz. Säen können wir jetzt eigentlich nur noch auf Feld 38. Machen wir das doch, wa? Wir haben schon den ersten Tag überlebt. Jupp. Boah, der leuchtet. Steck jetzt in meinen Traktor. Wie der aussieht. Gleich. Boah, geil. Der Deutz ist dreckig, bäh. Komm in mein Traktor und Deutz. Über alle Wiesen anfahren hier. So, was machen wir, Gerste? Feld 8 kostet 80.000 Euro. Jo. Ja, habe ich gerade geguckt. Also hier müssen wir mit dem Grubber drüber. Der macht nämlich nichts. Mich hier ganz selbst einen kontrollieren. Ja, natürlich. Keine Mission verfügbar. Das ist, So. was ich eben gesagt habe, Jetzt gucken wir mal, was wir machen könnten. Wäre Mähwerke schon mal zu kaufen? Was hältst du davon? ja. Ich würde mehr empfehlen. Mehr. Ja, weil dann kann man aber schon anfangen Die Kühe. zu mähen. Ja, pass auf. Tiere kostet, die Kuh kostet 2500 Euro. Warte, ich guck mal im Shop mit. Bei Mähwerke würde ich das Pöttinger und das Kuhn empfehlen. Also das zwei hinter, nee, mach ich nicht. Aber wieso nehmen wir nicht 42. das Kuhn und das Kuhn? Nein, das Kuhn, guck mal, wie viel das kostet. Und guck mal, wie viel das Nova Cut kostet. Ja, das stimmt. Es lohnt Ich sich. würde das. Dann bei Zeta würde ich auch den kleinen mal nehmen, erst der große, ne? Ja. Bei Schwader würde ich, ja, kommt, was Ist du Quattro willst. 2000 natürlich. Soll man den nehmen? Da Also reicht das ich würde Geld den, gerade so für. ich würde den kleinen nehmen. Und Und dann bei machen wir auf jeden Fall Hagebau. Viereckballen, ne? Nee, Rundballen. Wenn du die alle aufladen willst. Ja, ich würde die gerne aufladen. Wir nehmen aber dann den Mod. Ich guck mal Den gerade, wo wir einen Mod Mod, den haben. haben. Und Diverse. muss der auf zurück und dann Wo habe ich muss denn hier die oben Mods? weitergehen. Du musst einfach weitergehen, oben in der Liste durch und da kommt Katharin Mods. Habe ich jetzt nicht wirklich. Du Ah, da, musst oben so eine Markenmods. Leiste. Ja, ich sehe es. Fliege? Ja gut, das Güllefass, das kleine. Kuhn. Machen wir mal die Presse. Die Kuhn ist das, wo der Heck, also wo der Gruber vorher dran ist. Das ist die. Die Cetera. Der Gruber, das ist Ja. cool. Die kostet doch nicht viel. Ich meine, das wäre die. Ja, sieht ja so aus. Ja, und Sollen wir die denn die Kuh tauschen? passt noch. Kann man machen. Dann fährst du am besten mit dem Traktor mit vorne Gewicht, vorne mit der links dran, weißt was ich meine? Und fährst mit allen zum Shop und verkaufst sie dann. Dann verkaufen wir die alte. Ja, aber du fährst sie zum Shop am besten, dann kannst du am meisten.
Ich gucke erstmal, ob man Gras sehen kann hier. Was ist denn das hier? Gras und Blumen? Und was ist das denn? Machen wir wieder 30 Minuten. Ja, wann haben wir denn 30 Minuten? Nein. Wir haben jetzt 15. Gut. Steig mal in den Trecker ein von mir. So, was ist das? Wo bist du denn? Ich stehe direkt daneben. Ah, da, ja. Ich sag dir was. Gib mir mal. Nee, da ist einmal eine Blume und da ist einmal Gras. Ich kann aber nicht sagen, was jetzt das Richtige ist. Warte. Kurz, ich kann es dir sagen jetzt. Warte. Das ist was. Macht er nicht. Nein, weil das ja nicht geprobert ist. Nicht geprobert. Willst du das machen jetzt, den Wechsel? Oder soll ich das machen? Ich muss nur das Dings weg. Das machst du am besten. Dann tausche mal. Warte kurz. Ja. Das müsste nach der Blume sein. Also nicht die Blume, dieses andere. Ja, was ist denn die Blume? Die Drogen, aber. Was ist denn die Blume? Genau. Dann würde ich das sagen. Aber das sieht die. Das andere sieht ein bisschen aus wie Drogen. Drogen? So, und ja, so eine Pflanze, eine Cannabispflanze oder so. Also ohne die Blätter. Ah, ich weiß jetzt, was da unten steht. Was ich eben meinte mit diesem Tacho da. Ja. Das ist. Der Tempomat ist das. Das ist. Genau. Das wusste ich aber schon vorher. Kannst du auf 1, 2, 3 anstellen. Oh, auf 4, oder? Nee. Hast du jetzt die Mehrwecke gekauft? Nein. Wir haben ja auch keine Wiese, wo Gras ist. So. Neue anpflanzen. Machen wir ja jetzt gleich. Keine Mission verpflichtet. Das Weizen ist reif. Der Weizen ist reif. Ist der reif? Ja, guck doch auf. Nee, nee. Wo war das? Weizen, Fruchtsorten. Warte kurz. Ja, das. Warte mal. Wachstum? Nee, ist ich würde sagen, wir machen. Erntereif. Ich würde sagen, wir machen in 10 Minuten. Kurz Pause. Weil ich muss noch PC neu starten. Der Kühler wird sich wieder kommen. Der brummt so ganz herzlich komisch, das habe ich schon lange. Keine Ahnung, woran das liegt. Habe ich jetzt gerade das Headset noch dort abgezogen habe, gehört. Gut, und dann was es ist. Müssen wir ja sowieso erstmal das Weizen. Ich würde sagen. Weizen ja, erstmal ernten. Das sagen, dauert ja sowieso erstmal. Ja, würde ich sagen, da fangen wir. Können wir ja schon Mähwerke kaufen, da kann ich schon. Können wir das mähen, das schon. Ich habe hier ein paar Wiesen, beziehungsweise Ränder, die eigentlich schon gut erwachsen sind. Nur eben müssen wir dann in 10 Minuten kurz eine Cut machen für ja, ich leg dir die Mähwerke jetzt auf jeden Fall mal dahin. Genau. Das Frontwerk kaufen und den Pöttiger Novo Cut haben wir auch gekauft.
Bei welchem Traktor soll ich fahren, beim Deutz? Ja, guck mal, wie viel Geld noch übrig bleibt für einen neuen. Jetzt kaufe ich mir noch die Sämaschine, die neue. Das ist. Warte mal, kriegen wir denn nicht auch andere vielleicht? Was haben wir denn sonst noch? Sämaschinen. Ja, wir haben aber auch viele andere Sämaschinen, aber 9 Meter mit 9 Meter Arbeitsbreite. Ja, die ist nur ein bisschen teuer. Machen wir mal wann anders. Kosten wir. So, 100.000. So, Sämaschine gekauft. Was mein Mailwerker reingestellt? So, Sämaschine gekauft. Wo hast du meine Mailwerker hingestellt? Ja, die stehen hier schon. Ich überlege wegen einem neuen Trecker. Wie viel Tausend hast du noch? 70, 71. Dann ich guck mal mit, warte. Oh, das wird knapp. Ich würde ja für den Steyr Multi sein. Daraus zu machen, mach an. Ja, und eine versprochene Sache gibt es im nächsten Video auf jeden Fall. Wir werden mit Beiltechnik anfangen. Mähwerke werden wir sind schon gekauft und Presse werden wir danach machen. Wir werden mal gucken, wie sich das Ganze jetzt mit Rundballen ergeben hat. Hat es sich da Verbesserungen gegeben, Verschlechterungen und so weiter. Und demnach gucken wir dann mal. Ja, ihr werdet gespannt sein, wir werden gespannt sein und bis zum nächsten Mal.